Recht herzlich willkommen zur 194. Folge von Simotrans. Ja, wir wollen uns um den Getreidehof kümmern. Da war ja letztes Mal das Defizit, dass hier nicht genug transportiert wird. Das bedeutet, wir müssen gucken, wo ist das Depot. Das war die falsche Taste. WASD funktioniert nicht. Wir müssen mal hier hoch. Ich glaube, das Depot ist hier das obere in Edenburg, ne? Nee, Radolfzell war es. Das heißt, hier brauchen wir LKWs, die Getreide können. Also egal welches Getreide, Gerste. Und dann würde ich sagen, können wir das so lösen. Und schicken das auf die Döbeln. Getreidehof Süd, ich glaube, das war der, ne? Und dann können wir den nochmal kopieren und starten die beide, ne? Jetzt ist die Frage, waren das die 19 Tonnen oder 10 Tonnen und der LKW hatte? 16 Tonnen, das heißt, der da fährt, der eine, oder sind die alle? Jetzt ist die Frage, wow. Gehen wir hier rein. Nee. Das heißt, der hat auch 19 Tonnen. Und die 9? Sind das die letzten? Die haben schon 26 Tonnen. Das bedeutet, wir müssen da ein bisschen was umstellen. Auch okay. Der hat auch schon die 26 Tonnen. Der auch. Das heißt, dieser hier fährt gerade dahin. Dieser hier kann zum Depot, beziehungsweise Quack machen wir anders, ausmustern. Das war der, nee, war nicht. Der fährt da auch gerade hin. Der fährt da auch gerade hin. Der ist leer. Ausmustern. Das ist der da unten. Ausmustern. Die beiden haben da unten noch was. Mehr sind auch nicht drauf. Okay. Das bedeutet der. Mit dem und nee, das war hier verkehrt. Getreidehof dieser. Kopieren. Ich glaube, so machen wir es, ne? Und dann sind da einige jetzt drauf. Ihn hier können wir jetzt auch ausmustern. Und er kann auch ausgemustert werden. So, jetzt müssten da nur noch die MANs drauf sein, die passend geladen sind, ne? So, und dann müssen wir gucken, wie das so klappt. Ob die da genug hinbringen. Jetzt haben sie 91 Tonnen. Und er war ja gerade der da was von wegbringt. Okay, nur 10 Tonnen. Gehört der da auch noch zu? Da waren zwei drauf. Und der zweite, der kommt jetzt... Nee, der ist gerade da hinten. Okay. Die bringen die Paletten hin und die bringen die Gerste hin und her. Wo ist er jetzt? Da oben. Okay, der fährt jetzt gerade weg. Und er fährt jetzt gerade... hin. Hier liegen jetzt 134 Tonnen. Wieso jetzt gerade hier so viele hin sind, weiß ich auch nicht, weil eigentlich haben wir gerade LKWs runtergenommen gehabt, oder? Schon krass. So, er hat abgeladen. Und auf dem Rückweg passiert nichts. Hier sind Paletten Mehl.
Das bedeutet, die machen nichts, oder? Die haben aber Weizen genug da, okay. Er kommt jetzt an und nimmt was mit. Die Palettenmehl fehlen, aber genug. Nee, der nimmt nicht genug mit. Ist gar nicht voll. Wieso liegt denn da? Ach, Südostwald kriegt auch was, alles klar. Gut, dann werden wir sehen. Das geht zur anderen Mühle dann, ne? So, er kommt gleich leer an. Da 32 Tonnen, die er mitnimmt. Und 20 Tonnen da, okay. Hier liegen jetzt die 153 Tonnen, die in die andere Richtung müssen. Puh. Jetzt kommen aber neue LKWs. Ich glaube, das sind jetzt auch alle, die schon sind. Die anderen müssten von hier oben schon angekommen sein, oder? Ja. So, dann liefern die jetzt an, die LKWs. Der erste ist da. Ja, 10 Tonnen für Radolf Zell. 20 Tonnen für Radolf Zell. Und das ist nicht viel, ne? Der Zug ist jetzt, der da durchfährt, aber ein anderer, ne? Ja. Die fahren aber durch, ne, oder? Das müssen wir mal beobachten, aber der hat keinen Halt da drin, oder? Ne, ich glaube nicht. So, er fährt schon zurück und er fährt auch zurück. Das heißt, er hier ist der Erste, der jetzt kommt. Kriegt 30 und 36. Das ist nicht viel. Keiner davon beiden wird voll. Das bedeutet, den stellen wir gleich mal ins Depot. Der kann ja mehr, ne? Obwohl, Getreide kann er nicht so viel, aber... müssen wir mal gucken, der ist aber der besser fährt, ne? Der ist natürlich günstiger. Gucken, wie das sich hier entwickelt. 62 und 10. Hier liegt es dran, dass die Bude hier nicht besser produziert mit den Paletten. Das wäre also eigentlich schon zu überlegen, ob das überhaupt sein muss. Die haben jetzt eine Mauerproduktionsgeschwindigkeit. Die könnte man mit Strom oder wie wir das erhöhen. Aber machen wir nicht. Ich wüsste doch nicht, dass hier ein Kraftwerk ist, ne? Müssen wir ein Kraftwerk haben, oder? Wie war das? Doch, Kraftwerk ist, glaube ich, auch da. So, den schicken wir jetzt erstmal zum Depot. Und gucken, was der dann alleine macht. So, er ist schon da. So, jetzt gucken wir, was da alleine passiert. Jetzt wird schon mit den landwirtschaftlichen Gütern schon alleine knapp, weil er da jetzt 98 Tonnen gleich hat. Und da kommt er aber. Die kriegt er schon nicht mehr mit. Die 40 Paletten hat er natürlich. Das ist schon 104, also das ist schon dahergehend... Eher wäre es dann so, dass man den anderen Zug fahren lassen muss und diesen ausmustert. Ah ne, das Depot war ja unten. Ich wollte jetzt gerade zum Autodepot.
Aber wir brauchen ja das Bahndepot. Kannst ihn wieder starten, ne? Wie viele Paletten kriegt er? Ja, von der Gerste her ist er gleich schon voll, oder wie? Annähernd. Ja, ist sogar voll. 20 Paletten nur. So, jetzt müssen wir gucken, was hier für Radolfzell aufläuft. 104. Der läuft jetzt, fährt jetzt los. Das ist natürlich 416 Tonnen in die andere Richtung, die wir jetzt mehr haben. Ist die Frage. Hier steht kein Unterschied, glaube ich, ne? Ah, doch, da steht was. Ja, Menge ist das Entscheidende. 73 Tonnen, alles ist gut. Der fährt voll dahin, der kommt leer zurück. Da vorne ist er schon und hat jetzt gleich hier 30 Paletten tatsächlich und 97. Ja, da könnte fast voll sein, ne? Also das würde ich jetzt noch sagen, ist noch okay, ja. Wenn die 30 Paletten natürlich zu wenig sind. Hier müssen wir noch einen Zug hinhaben, der dann die Geschichte zum Südostwald bringt. Das müsste ja dieser hier sein. Der macht einen Krach. Der nimmt das mit. Gibt es da noch mehrere Fahrzeuge drauf? Ja. Die fahren alle Paletten oder was? Nee, die noch nicht mal. Die fahren nur landwirtschaftlich. Also der hier auf jeden Fall. Ja, die zwei fahren nur landwirtschaftliche Produkte. Die haben noch die Paletten dabei. Er hat jetzt 44,20. Also so viel zu dem Thema, ne? Hier muss mehr angeliefert werden für die beiden. Die Palettenzahl schwierig zu beeinflussen. Das bedeutet, wir gehen hier oben hin und holen noch ein paar Autos. Und das war der. So, mehr geht aber nicht. Nur ist die Straße zu voll wahrscheinlich. Er ist wieder voll. Er nicht. Ach wie, jetzt ist 104 Tonnen mit mal für Radolfzell da? Und der Zug war noch nicht da? Okay. Das bedeutet, die vier LKW sind schon wieder zu viel. Ach. Weil jetzt kommt der Zug und nimmt die mit und obwohl momentan passt, geht's auf. Ja, da ist jetzt 0. Und da kommen die ersten 26 Tonnen. Jetzt ist die Frage, wie viel der, also er ist ja jetzt gerade voll geworden, jetzt ist die Frage, wie viel der nächste kriegt hier, er hier gleich, wenn er da ist. Ja, da ist auch unterschiedlich hier wahrscheinlich. Wie viel auf dem LKW mal für den Standort sind, ne? Da gibt's vielleicht LKWs, die auch komplett für Radolfzell anliefern, ne? Was gerade so aussieht.
Na, er wird auf jeden Fall voll jetzt hier. Und da oben kommen gerade die LKWs, die vier, die ich noch gemacht habe. Die liefern jetzt nochmal extra an. Die fahren alle rote Zahlen, ne? Nur einen als Beispiel. Und liegt vielleicht an dem Schlenker, den sie fahren müssen, ne? Naja. Das holen die anderen heraus, ne? Hier sind jetzt nur 8 Tonnen und er kommt gerade an und das heißt, es bleibt noch was über. Hier sind Paletten voll und hier sind... Okay. Diese Züge fahren voll. Er ist hier voll und hat da 40. Der andere kommt jetzt gleich. Wird aber hier voll werden. Ja, okay, das wird jetzt hier mehr werden durch die vier LKWs. Ist aber auch vielleicht auf der einen Seite ganz gut, weil wir hier jetzt definitiv für Radolfzell dann ein bisschen Puffer haben. Die Frage, ob es das andere nach Döbeln, was wir da jetzt noch haben, steht wieder 486. Wie immer. Es wird komischerweise jetzt gerade auch nicht mehr. Wer fährt denn das weg? Das ist ja... Fahren die da hin? Ja, das ist Südostwald, da geht die Reise hin, ja. Aber die... Die sind doch auch hier unterwegs. Oder verstehe ich da was falsch, dass die schon vollgeladen von irgendwo kommen? Dass sich das hier nicht ändert? Ja, der kommt ja mit 260 Getreide aus der Richtung und fährt. Ah ne, der kommt jetzt da an. Dann ist das ja okay. Lass uns mal den verfolgen und mal schauen, wie der sich hier schlägt. So, der ist voll mit 260 Tonnen. Kriegt das gleiche wieder mit und fährt in die andere Richtung. Kommt hier an dem zweiten Bahnhof vorbei. Aber fährt da, glaube ich, durch, oder? Muss jetzt warten, aber hat nichts, ist nichts passiert. So, fährt jetzt noch da hinten. Und entlädt hier, oder? Und was passiert dann? Wird er wieder vollgeladen? Ich schätze mal schon, ne? Jo, dafür sieht das wollte die volle Fuhre wieder mit. Deswegen wird hier unten auch nichts passieren. Diese 486 bleibt immer so, weil nichts abgeholt wird. Das ist ein kleiner Puffer, falls einer hier nicht voll sein sollte. Den können wir jetzt mal ausmachen. Ja, jetzt können wir hier mal gucken. Aber da sind noch 21.267 unterwegs, da brauchen wir uns also keinen Gedanken machen. Jetzt müssten wir mal gerade gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ist das hier? Ne, ist noch weiter.
Hier ist Südostwald, wie will ich da? 2000 und 4000 könnte man vielleicht noch was machen, ne? Vielleicht noch einen Zug mehr draufsetzen. Der hat 2, 4, 5 Hänger dahinter. Der fährt in die eine Richtung ohne Paletten. So. Eine Lok. Diese. Waggons. Wer war denn das? Hier wieder auswählen. Gerste. Dieser. Der fährt damit 5 durch die Gegend. Kopieren wir nochmal. Und setzen das dann auf die Linie Gerste, Mühle, Getreidehof. Die da. Starten, starten. Ach so, den hat er nicht genommen, schade. Gerste, Mühle, Getreidehof. Starten. So, da haben wir da noch 2 draufgesetzt. Und dann sollten wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Weil hier sind nochmal 4000. Der hat abgeliefert. Die fahren immer noch rote Zahlen ein, ist aber egal. Weil die anderen das Plus machen. Also diese hier. Oder der. Na, ich glaube, hier wird sogar weniger. 53 Mal die ganze Zeit, 54 Mal gesehen und mehr. Ich glaube, der fährt jetzt besser da hin und her. So, dazu. Dazu. Und dazu. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge wieder an. Ob unsere 2 neuen Züge da was bringen oder nicht, ist dann die nächste Frage. Die sollten auf jeden Fall was machen. Okay, warte mal, lass mal hier noch einmal reingucken. Ja, 486 sind immer noch da, Paletten sind auch noch da. Ist halt so. Gut, kriegen wir aber hin. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls ihr einen positiven Aspekt dieses Videos habt, dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Schreibt was rein. Wir reden drüber. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.